Just do it. Die Theken AG aus Bad Bentheim. Man arbeitet hinter der Theke und verkauft Getränke und Süßigkeiten und auch Sandwiches. Und auch ab und zu Streichschlichten. Also für den Ferienpass sammeln wir Ideen und alles, von den Kindern halt. Wir haben das hier, die Theken AG gegründet, weil wir waren Kinder, die wollten einfach hier arbeiten, halt Süßigkeiten, Snacks verkaufen. Eine Theken AG gefällt mir, sie sind alle nett. Wenn man mal Chef spielen darf. Also das macht mir echt sehr viel Spaß, mit den ganzen Kindern hier zu spielen. Wenn man neue Leute kennenlernt. Macht schon Spaß, wenn man hier ist. Kann man viel erleben. Die Ausflüge, die Veranstaltungen. Heute machen wir ein Turnier mit 3 Stationen. Leitergolf, Jacolo und Dart. Wir sind die Schiedsrichter und die Kinder spielen um Preise. 10 Euro Gutschein, 15 Euro Gutschein und dann noch ein, halt hier im Jugendhaus ein Gutschein, getränkefrei oder sowas halt. Ich finde, weil wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Wir sind engagierte Jungs, die dafür für die Kinder kämpfen halt, die was hier haben wollen, weil es gibt auch nicht mehr so schöne Spielplätze, hier alles vermüllt halt. Und wir setzen uns dafür ein. Wir waren auch letztes erst beim Rathaus, haben darüber halt gesprochen, was wir hier so machen und alles. An der Stelle, wo man sich selbst definieren muss, da setzt dieses Projekt an und nimmt ganz vorsichtig diese Kinder an die Hand und begeistert sie dafür, sich wie Erwachsene letztlich für andere zu engagieren. Und ich denke, deshalb hat das Projekt der Theken AG die goldene Göre verdient. Just